Internet. Hier ist wieder Beckentag für euch und willkommen zu einem weiteren coolen kleinen Unboxing. Erstmal an dieser Stelle vielen, 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 vielen Dank an Nintendo of Europe, die mir das zugeschickt haben, was ich gleich auspacken werde. Ich bin super, super gespannt, denn was sie mir geschickt haben ist Mario Kart Live Home Circuit. Das neue Mario Kart, was für die Switch erschienen ist. Das Besondere an dem Ding ist, ihr spielt Mario Kart zwar auf der Switch digital, habt aber das Kart und die Rennstrecke in eurem Wohnzimmer. Ja, wenn man die Packung umdreht, dann man muss sich das halt so mit diesen Toren selber aufbauen, die Rennstrecke, und dann ist die im eigenen Wohnzimmer. Dabei ist ein Mario auf deinem Mario Kart, wo oben eine AR-Kamera dran ist, und dann fahrt ihr mit dem Mario halt durch euer eigenes Wohnzimmer. Und ich bin super gespannt, ich finde, das ist ein richtig cooles Konzept, eine richtig nice Idee. Und ich schaue mir jetzt mal an, wie das Ganze genau aussieht. So, und hier ist das Set, ist der Standard Nintendo Karton. Das Design ist dasselbe quasi wie auch schon bei Nintendo Labo und Ring Fit Adventure. Diese Verpackung, die setzt Nintendo in letzter Zeit häufiger ein. Das ist eine schöne Schachtel, aber nichts Außergewöhnliches. Mir gefällt vor allem ganz oben einfach nur auf dem Deckel dieses sehr schlichte, große Symbol. Einfach nur Nintendo, einfach nur der Schriftzug, die Marke platzieren. Auf der Rückseite sieht man das Ganze nochmal, was alles dabei ist. Das Prinzip, man spielt es auf der Switch selbst, hat halt diese Tore, die man sich aufstellen muss in einer bestimmten Reihenfolge, in einer bestimmten Anordnung, wodurch man dann halt in seinem eigenen Wohnzimmer quasi sich eine eigene Strecke baut. Das Ganze spielt sich auf der Switch ab mit den Items und so weiter. Aber das Kart fährt halt wirklich durch das eigene Wohnzimmer. Hier auf der Seite sieht man nochmal, was da drin ist. Natürlich der Mario, dann diese Tore, dann USB-Ladekabel, diese Markierungen und ja. Und hier auf der Seite, das finde ich ganz nett, da hat Nintendo so eine Art, wie nennt man das? Es ist ja jetzt Spielzeug. Bei Fertiggericht nennt man das den Serviervorschlag. Kennt ihr das, wenn ihr euch so eine billige Gulaschsuppe von Erasco oder sowas holt, ja? Weil Erasco ist, was Dosen angeht, noch Premium. Und dann habt ihr da so auf dem Bild so und ihr denkt euch so, oh, das sieht da richtig nett aus, so richtig nice, was die da so mir zeigen. Und dann macht ihr die Dose auf und es sieht einfach nur aus wie Hundefutter. So, niemand wird diesen Erasco-Topf so anrichten. Nicht, dass das hier ein Erasco-Topf wäre oder Dosenfutter, nein, das ist was ganz Feines, das ist was ganz Tolles und was sicherlich auch was viel besser Verarbeitetes, aber trotzdem finde ich es schön, wie hier ja völlig übertrieben auf dem Karton diese bunte Landschaft ist, ja, wo jedes Kind ausrasten würde, wenn es das zu Hause hätte. Und ich bin mir sicher, kein normaler Mensch würde sich das zu Hause so zurechtbauen. Aber wer weiß, noch sage ich sowas. Vielleicht bin ich derjenige, der sowas dann genau zu Hause umsetzt. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und hier unten sind halt nur irgendwelche Warnhinweise und Nummern und QR-Codes und was weiß ich. So. Es ist aber Zeit, dass wir das öffnen. Und ich muss mal schauen, wie ich das überhaupt aufkriege. Denn mir ist es ja sehr wichtig, dass ich die Box nicht kaputt mache bei sowas. Ah, okay. Hier ist einfach die Lasche. Denn wie ihr wisst, ein guter Nerd hebt alle Verpackungen auf, die er so hat. Okay, zum Vorschein kommt erstmal nur ein langes Papier. Long, long, man! Long, long, man! Okay, die Software muss man downloaden. Hier. Hier ist gar keine Cartridge oder sowas dabei. Das muss man tatsächlich downloaden. Man muss in den eShop gehen, dann gibt man da Mario Kart Live ein und das ist ein gratis Download. Okay, das wusste ich nicht. Kann ich das dann überhaupt schon downloaden? Kommt ja morgen erst raus.
Ich habe sie heute einen Tag früher gekriegt. Muss ich mal sehen. Auf jeden Fall, hier, das ist das USB-Kabel zum Aufladen. Dann in dieser Box, das sieht so aus, als wären hier diese Tore drin. Und da sagt mir schon, ich soll es bitte nicht gewaltvoll aufreißen. Bitte nicht spreizen. Kann man hier anscheinend so rausziehen? Ach, schau her. Haben hier eins von diesen Toren. Und wenn mich nicht alles täuscht, das ist alles Pappe. Erinnert mich an Labo, aber das ist schon fertig gebaut. Diesmal gibt Nintendo dir fertige Pappe, die du schon hast. Und dann kann man das auseinanderspreizen. Und dann ergibt sich dadurch halt, ich glaube, das ist so groß, ich krieg das gar nicht richtig auf die Kamera. Das kommt hier raus. Ja. Und dann kann man das aufstellen, wenn man das ein bisschen faltet. Dann klappt sich das hier so ein bisschen auf. Und das sind dann die Markierungen, dann auf den Boden stellt. Dass die so groß sind, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, es ist ja auch ein großes Set. Ich versuche das nochmal. Das ist hier, ihr seht, das ist wirklich, ich kriege das sonst nicht komplett hin. Das ist groß. Das ist das erste Papptor. Auf der Rückseite ist die Mario Kart Banane. Ich schiebe das erstmal wieder hier rein. Okay, zweite Tor, da hast du Luigi drauf und hinten die Koopa-Panzer und es ist gelb. Tor Nummer 3, ist ja wie beim Zonk hier und da sind Pilze hinten drauf und das sieht aus, ja, das ist ein blaues Tor. Tor Nummer 4, das sind Mario und Luigi, das ist auch nochmal, nee, das ist grün hatten wir auch gar nicht. Dabei bin ich gar nicht farbenblind. Das hier sind diese Beschränkungen. Wank. Diese Pfeile. Die sind hier unten auch nur so einmal ineinander gefaltet. Ansonsten ist das auch nur ein Stück Pappe. Ich vermute mal, das registriert die AR-Kamera dann auch als aus. Ein Pappteil. Das muss ich mal komplett raus. Okay, ansonsten ist hier auch nichts mehr drin. Dann ist die Schachtel leer. Hier oben das reindrücken. Das reindrücken. Labo prepared me for this. Das raus. Ah, I love it. Oh, das sieht gut aus. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Ist tatsächlich, ja, so wie man es sich vorstellt, logischerweise, ein Mario Kart mit Mario drin. Und ich finde es schön gearbeitet. Der Mario, der ist gut verarbeitet, der ist sauber angemalt, da sind nicht irgendwo kleinere Flecken oder so. Der hat auch relativ viele Details, also zumindest im Gesicht und im Ohr. Da sieht man was. Und ich finde, er sieht schon gut aus. Und selbst wenn ich dieses Mario Kart nicht zum Mario Kart Spielen benutze, macht es sich in jedem Fall auch sehr gut im Regal oder in der Vitrine. Ich finde, das sieht wirklich nice aus. Und hier oben sehen wir das hier, dieses Ding. Das ist die AR-Kamera. Damit wird er dann wahrscheinlich oder hoffentlich auf der Fahrbahn seinen Weg finden. Und ja, sind auch wirklich Gummireifen. Das ist nicht Vollplastik, also es sind wirklich Gummireifen, die man auch wirklich reindrücken kann. Also man könnte quasi Marios Reifendruck prüfen. Und ja, man merkt auch, dass da Widerstand hinter ist. Muss ja auch, denn es muss ja entsprechend gelenkt werden können. Mich würde mal interessieren, wie fest die Farbe wirklich an dem Plastik ist, wenn Kinder erstmal ein bisschen damit gespielt haben und überall im Wohnzimmer gegengebufft sind. Ob das dann nicht irgendwann aussieht wie sonst was. Ich vermute, das hier wird der, hier sieht man das so ein bisschen, dieses Quadrat, das ist hier so ein bisschen eingebuchtet. Ich vermute, das wird der An- und Ausschalter sein. Ja, habe ich gedrückt. Jetzt leuchtet hinten das Kart. Wahrscheinlich, weil er nach einer Switch sucht fürs Pairing. Aber er wird keine Switch finden, denn meine Switch ist noch gar nicht an. Was ich jetzt schade finde ist,
wenn ich versuche, das Lenkrad zu drehen. Das macht er leider nicht. Es ist jetzt aber wirklich Meckern an hohem Niveau oder auf hohem Niveau. Wenn man lenkt und die Räder bewegen sich, wäre es natürlich richtig cool, wenn er auch seine Arme mitbewegen würde und das Lenkrad. Aber gut, hey, auf jeden Fall sieht das Mario Kart schön aus, ist gut verarbeitet. Und ich würde sagen, ich versuche jetzt mal, meine gesamte Wohnung hier umzuräumen, damit wir mal ein Ründchen fahren können. Und natürlich musste ich noch einen Tag warten, weil die Software vorher nicht im eShop verfügbar war. Tü-düm. Aber natürlich habe ich es dann direkt heute, also einen Tag später, ausprobiert. Das Pairing ist super einfach, man startet das Spiel, drückt auf das Kart und schon geht's los. Sobald das Kart sich mit der Switch verbunden hat, seht ihr auf der Switch auch direkt das Cockpit-Bild vom Kart. Hier kann man sehr schön sehen, wie gut die Steuerung an das Kart weitergegeben wird. Bewege ich den Stick vom Joy-Con oder gebe Gas, dann wird es auch fast komplett verlustfrei an das Kart weitergegeben. Ich bringe das Kart dann erstmal kurz rüber ins Wohnzimmer, weil dort mehr Platz ist, und teste direkt mal die Verbindungsstärke. Ich stehe jetzt nämlich in meinem Streamingzimmer und steuere das Kart im anderen Zimmer. Das ist ein ganz klein wenig ruckelig, aber funktioniert ganz gut. Ich habe dann auch direkt getestet, wie es ist, wenn das Kart über Teppich oder Kabel fahren soll, aber auch das ist für das Mario Kart gar kein Problem. Ihr seht ja selbst, dass ich es ohne Mucken direkt wieder zu mir ins andere Zimmer gesteuert habe. Anschließend fordert euch die Switch auf, ein Passfoto für euren Switch-Führerschein zu machen, auf dem ihr zwangsläufig aussehen werdet wie ein Honk oder Verbrecher. Nun war es aber erstmal Zeit, eine Runde zu fahren, und dabei ist mir aufgefallen, dass es teils kleine Ruckler gab. Das mag aber daran liegen, dass ich wie gesagt im anderen Zimmer saß. Sobald ich rüber ins Wohnzimmer bin, hatte ich dieses Problem nicht mehr. Ich habe das halt zwangsweise getestet, weil ich nur im anderen Zimmer das Gameplay aufzeichnen kann. Aber seien wir mal ehrlich, wenn ihr schon ein Kart habt, mit dem ihr in eurem Wohnzimmer rumfahren könnt, dann werdet ihr euch auf jeden Fall in eurem Wohnzimmer aufhalten, nämlich da, wo ihr mit dem Kart fahrt und nicht in einem anderen Zimmer. Das Flimmern, das ihr hier seht, das kommt übrigens von meiner Esstischlampe. Auch wenn ich mit meinem Handy Bilder oder Videos mache, flimmert es teils so stark. Das liegt nicht an der Kamera des Mario Karts. Die funktioniert einwandfrei und ich konnte, sofern ich mit der Switch in einem und demselben Raum war, jedenfalls ohne Ruckler spielen und habe auch kein Flimmern oder sonstiges sehen können. Ich habe jetzt erst einmal nur das 50cc-Rennen getestet, es gibt aber auch die 100- und 150-Variante. Dabei sollte das Kart dann auch deutlich schneller laufen. Im Spiel selbst gibt es keine Strecken freizuschalten, denn die baut ihr ja selbst. Aber es gibt zumindest digital neue Kartteile und Kostüme für Mario. Man sollte hier jetzt aber, glaube ich, nicht allzu viel von dem Softwareumfang erwarten. Ich denke, dieser wird schnell erschöpft sein. Die wahre Stärke von dem Spiel liegt halt wirklich in der Möglichkeit, in der eigenen Wohnung mit dem Kart herumzufahren. Und besonders für Kinder im Grundschulalter stelle ich mir das wirklich so richtig, richtig geil vor. Was ich außerdem ziemlich cool finde, ist, dass die Begrenzung, die ich vorhin ausgepackt habe, auch von der AR-Kamera erkannt und mit einem Neonschild ersetzt wird. Ich habe jetzt nur kurz gespielt und kann daher nichts weitergehendes sagen, aber alles in allem macht Mario Kart Live einen richtig guten Eindruck. Kinder haben zu Weihnachten sicherlich richtig großen Spaß damit, für Erwachsene wird es aber vielleicht nach ein-, zweimal Benutzen eher ein Staubfänger. Aber wie gesagt, das Kart selbst sieht so schick aus, dass selbst das sich für Sammler lohnt. Übrigens dachte ich bis eben gerade, meine Wohnung wäre sauber. Ich habe für das Video extra gesaugt. Aber das Profil der Gummireifen hat direkt noch Staub vom Boden aufgenommen.
Das spricht für die Beschaffenheit des Karts und gegen meine Sauberkeit. Das war's erstmal von mir. Lasst mir gerne ein Abo da, schreibt mir einen Kommentar und schaut auf meinen Twitch-Kanal vorbei oder hört unsere Podcasts. Und bis zum nächsten Mal sage ich vielen Dank. Hauen Sie, Bauen Sie und tschö mit Ö.